Heute ist Weltflüchtlingstag. Die Zahlen, die die UN dazu heute veröffentlicht, sind alarmierend. 50 Millionen Menschen sind weltweit auf der Flucht, so viele wie seit dem Zweiten Weltkrieg nicht mehr. Sie suchen Asyl und das auch hier bei uns in Brandenburg. Wer es bis zu uns schafft, kommt erstmal nach Eisenhüttenstadt in die zentrale Aufnahmestelle des Landes. Auch dort gab es heute Aktionen. Sie alle hier haben einen großen Traum. Schutz finden im sicheren Deutschland. Die Aktivisten, die heute in Eisenhüttenstadt in der Nähe der zentralen Aufnahmestelle protestieren, wollen ihnen dabei helfen. Bei ihnen bekommen Flüchtlinge Tipps in ihrer Muttersprache zum Asylantrag, den Behörden ging. Hilfe zur Selbsthilfe, das Wichtigste, um ihnen die Angst im neuen Land zu nehmen. Die Leute wissen jetzt, ich bin nicht alleine, es gibt andere Leute, das kann mich unterstützen. Und ich denke, das ist eine starke Dinge in den Kopf. Vor allem der Alltag in der Eisenhüttenstädter Einrichtung macht den Menschen hier zu schaffen. Die Flüchtlinge kommen aus verschiedenen Ländern und ganz verschiedenen Gründen hierher. Das Zusammenleben ist dadurch natürlich nicht gerade einfach. 6.000 Flüchtlinge werden in diesem Jahr in Eisenhüttenstadt erwartet, doppelt so viele wie im letzten. Zwar werden die Flüchtlinge von hier aus an die Landkreise weiterverteilt, trotzdem platzt die Erstaufnahmebehörde aus allen Nähten. Also wir haben mittlerweile 800 Plätze und 850 Bewohner in unserer Einrichtung. Das heißt, wir werden in den nächsten Tagen und Wochen weitere Außenstellen eröffnen müssen und sehen, wie wir über die Runden kommen. Es wird nicht einfach. In der Oderland-Kaserne in Frankfurt sollen bald weitere 200 Asylsuchende unterkommen. Reichen wird das nicht. Wie Brandenburg aktuell erfahren hat, könnte es bald ganz drastisch kommen. Die ZAB prüft, ob sie Flüchtlinge gar in Zelten unterbringen kann.